So. Nein! Ich hab doch da nach hinten geschossen. Alter, das Spiel ist gemein. Das Spiel ist richtig gemein zu mir. Nein! Verdammt! Na klar, na klar. Jetzt kommt das eine wieder von hinten, oder? Nee. Nein, nein, bitte, komm. Nicht hier rein in die Gelee-Pampe. Wobei, jetzt bleibe ich mal hier. So, komm. Scheiß raus, deine Augen. Ich schalte wieder um. Ja, einmal. Willkommen, willkommen. Okay. Was mit den anderen? Zweimal? Dreimal? Willkommen? Ja. Kommt her, kommt. Ich wollte sagen, kommt in meine Schussbahn. Also, was machst du hier? Ja? Perfekt. Genauso wollte ich das. So. Und hier muss ich leider wieder auf den umschalten. Wobei, ich merke ja gerade, ich habe hier noch so... Diesen Spruch habe ich hier ja auch noch. Da, wo ich irgendwas Tolles machen kann. Ja. Und ich kann hier auch direkt vor dem Gegner stehen bleiben. Also das ist ein tolles Feature, das hat selten ein Spiel. Direkt vor dem Gegner stehen bleiben, um... Ja, quasi getroffen zu werden. So, ich hau jetzt mal diese Magie rein. Okay. Magie! Hat das jetzt irgendwas gebracht? War das jetzt irgendwie von Nutzen oder so? Wird mich das Ding... Kann mich das Ding jetzt nicht treffen? Oder was ist hier jetzt los? Außer, dass ich schon wieder nur noch einen Lebenspunkt habe. Nein! Und ich schon wieder... Natürlich, kurz. Also ich frage mich, wer sich das überhaupt antut hier. So wie ich hier spiele. Oh mein Gott, ich schäme mich ja selber so. Ich schaffe nicht mal so ein einfaches Spiel. Gut, ich meine, der Gegner ist jetzt zum Teil schon ein bisschen gemein, muss man schon dazu sagen. Also ich glaube, wenn ich das Spiel wirklich auf dem SNES gehabt hätte, ja, dann hätte ich wahrscheinlich den Controller 10-mal gegen die Wand geworfen. Jetzt ist natürlich das Problem, dass hier ich den Spruch jetzt auch nicht mehr habe. Das ist ja gemein. So. Also da wäre der Controller wahrscheinlich 10-mal gegen die Wand geflogen. Mindestens. Einmal. Ja. Na, was ist jetzt? Also richtig, das Gelbe vom Ei ist dieser Gargoyle hier auch nicht. Nein. Ah, Leben. So, was ist jetzt? Noch ein Leben, super. Komm her, Auge. Das Gemeine ist ja, die kommen ja dann einfach von hinten. Als hätten sie nichts Besseres zu tun, als hier von hinten zu kommen, um mich dann zu terrorisieren. Mich macht das wahnsinnig. Nein! Oh, Gott sei Dank. Ach, nee. Nein! Verdammte Sch... Sorry, Leute. Das muss auch manchmal sein. Sage ich jetzt einfach mal so. Das kann es ja nicht sein. Ich meine, das ist der zweite Gegner. Wie werde ich mich dann bei den anderen Gegnern anstellen? Wenn ich hier schon den zweiten Gegner so verkacke. Nein, nein! Oh, gut, weiteres Leben. Leben ist nie schlecht. Wahrscheinlich müsste ich das nur etwas timen. Ich denke, wenn ich mal treffen würde mit diesem kleinen Mini-Strahl, den hier der Gargoyle da raus speit aus seinem Mund, dann wäre das wahrscheinlich schon weit einfacher. So, komm schon, Auge. Ich weiß, dass du es auch willst. Ja, zwinker, zwinker. Und es kommt raus. Es kommt raus wie eine... Das ist so gemein! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Nee, komm. Nee, komm, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich meine, was soll denn das bitte? Sorry Leute, ich hab kurz was trinken müssen, sonst wäre hier wahrscheinlich ausgerastet. Also, ich meine, was war denn das jetzt bitte? Dem Ding kann man ja gar nicht ausweichen. Wie soll denn das bitte gehen? Das muss mir jetzt echt mal jemand erklären. Mensch, 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 das Spiel regt mich ja richtig auf.
Aber so richtig! Irgendwie. So. Hier. Ground Gargoyle. Boden Gargoyle. Mal gucken. Ich mache einfach mal Dauerfeuer. Ist zwar das Doofste, was man je machen kann, weil ich kann ja immer nur einen schießen. Obwohl, das geht gar nicht mehr so schlecht, muss ich sagen. Gut, das eine Auge wird mich jetzt natürlich treffen, klar. Und wenn es aus dem Bild raus ist, kann ich es nicht mehr treffen. Das muss zuvor wieder reinkommen. Ah, Mensch. Na komm. Ja. Treffen, treffen, treffen lassen. Energie. Ist auch nicht schlecht. Komm her. Ja, was machst du? Gut, so ist auch gut. Gefällt mir sogar noch weit besser so. Wieso bist du jetzt wieder reingeflohen? Ja, kommt alle darunter. Ja, sehr schön, Energie. Und noch eins. So, eins ist noch da. Es wird mir jetzt wahrscheinlich 6 Energie abziehen und dann... Oh mein Gott, ich bin mit voller Energie hier beim Auge. So, jetzt vollste Konzentration. Konzentration. Ne? Gargoyle. Und ich mache natürlich denselben Fehler immer wieder. Ich sollte schon langsam wissen, dass ich dem Ding nicht ausweichen kann. Ich knalle jetzt einfach drauf los. Das kann ja wohl nicht... Gut, so geht's. Ich muss, wenn es herkommt, hoffen drauf, dass es einen Laserstrahl losschießt. Dann kann ich nämlich drüber. Nein! Und der Laserstrahl sollte es nach Möglichkeit nicht direkt in meine Richtung schießen. Das war jetzt doof. Obwohl, nee. Komm schon, ein, zwei Mal noch. Nein, ja, es ist tot! Oh mein Gott, nach dem 10. Versuch habe ich es. Habe ich es jetzt geschafft? Na Gott, hoffentlich, hoffentlich. Gut, der Pudding kühlt ab und er ist fest. Oh, eine neue Magie. Oder wie darf ich das sehen? Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich hier durchgefallen würde. Du hast einen Teil des Wappens des Feuers erhalten. Er heißt Basta. Also Buster. Damit kannst du dich durch Steine brechen. Ja, das ist ja schön. Hey, toll, wir haben hier eine neue Magie erhalten. Karte. 1, 2, 3, 4. Okay. Gut, ich kann jetzt durch Steine durch. Das bedeutet jetzt für mich... Was bedeutet das? Ich gehe erstmal wieder Tränke kaufen. Waren hier die Tränke? Ich denke, hier waren die Tränke, ja. Gut, zurück kann der liebe Gargoyle nicht mehr fliegen. Tränke? Ja. Willkommen in der Schwarzen Lotus. Wir haben nur die besten Tränke. Welche willst du? Das haben wir. Ich will natürlich die Herbs. Ja. Und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier mehr so Flaschen erhalte, weil irgendwie ist das schon ziemlich böse hier, teilweise mit den, ja, mit den Endbossen, wie das jetzt hier war. So, jetzt war doch hier, wo wir das als erstes, ja genau, wo hier eins ist, da war doch jetzt noch irgendwo so ein Punkt, ja, das kennen wir jetzt ja schon. So ein Punkt, wo wir durch so Wände durchbrechen konnten. Das war leider ganz zum Schluss jetzt. Das heißt, ich muss jetzt hier leider nochmal durchlaufen. Aber vielleicht finden wir ja das eine oder andere, was wir beim ersten Mal vergessen haben. Aber was wir auf jeden Fall finden, ist massenweise Gold. Beziehungsweise Gold ist das ja nicht. Ist ja in dem Fall nur Geld. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich denke mal, hier könnte... Oh, wir haben ja auch einen neuen Angriff. Kann ich hier durch mit dem? Nein. Kann ich die umschubsen? Nein, aber mir tut der Geist etwas. Okay. Jetzt nehmen wir das mal. Wie hieß das? Buster. Nein, so ging das. Wow! Der ist ja geil, sage ich jetzt mal. Das ist eine. Ja, das ist ein Angriff, der gefällt mir sehr gut. Denn vor allem, da kann man endlich mal mehr als eins schießen. Beim anderen ist es immer, also beim normalen Feuer ist es immer so doof, man kann immer nur ein Partikel schießen. Da muss man warten, bis dieses eine Partikel aus dem Bildschirm rausgeflogen ist oder einen Gegner trifft. Erst dann kann man ein zweites schießen. Hier. Da drücke ich drauf und schieß fast wie ein Maschinengewehr.
Also nicht ganz, aber fast. Es ist toll. Macht gleich viel mehr Spaß. Irgendwie. Aber was ist das hier im Hintergrund? Normalerweise müsste ich das doch zerstören können. Kann ich auch nicht. Das ist merkwürdig. Gut. Ja. Na komm. Geister können wir mir nichts mehr anhaben. Da ist nichts. Okay. Gut, hier ist auch keiner mehr. Da war vorher... okay. Ich dachte schon, jetzt hat sich das Spiel aufgehängt. Also hier war vorher der eine Endgegner. Der ist hier jetzt nicht mehr. Gut, das ist alles noch gleich. Jetzt muss ich nur hier mal besser gucken. Das ist toll mit der Angriff, ja. Kannst du gut sprechen, Deutsch, die Cloud. Mit diesem Angriff, wollte ich eigentlich sagen, kann ich sogar Flaschen zerstören, die direkt vor mir stehen. Also solche Krüge. Das heißt, ich muss hier nicht umständlich herumfliegen, sondern ich kann die einfach so zerstören. Und Gegner natürlich auch. Und rauf da. Diese Krüge, meinte ich. Ja, das geht. Also, Gegner? Nein, Gegner natürlich nicht. Runter da. Nein, schade, der Krug ist nicht mehr da. Also hier hatten wir vorhin die eine Flasche, glaube ich, gefunden. Oder den... die Leerschriftrolle. Quasi. Also entweder die leere Flasche oder die leere Schriftrolle. Eins von beiden haben wir hier gefunden. Aber ist ja egal. Ich wollte ja eigentlich hier hin. Ich hoffe, das bringt jetzt was. Ich hoffe es. Nicht, dass wir hier den weiten Weg ganz umsonst gelaufen sind. Ich hoffe, ich täusche mich nicht und hier waren wirklich solche komischen Felsen. Aber normalerweise schon. Nicht hier. Das kann man nur so aufbrechen. Das sind Stacheln. Ich hätte mich vorhin so gefreut, als ich das herausgefunden habe, als ich hier das erste Mal war, dass man das hier aufbrechen kann. Ja genau, das meinte ich. Und ich hoffe nur, dass ich tue immer die ganze Zeit noch hoffen. Ja genau, man kann mit dieser Attacke hier durch. Also es war nicht umsonst, dass wir hierher gekommen sind. Oh, hier ist eine Wand. Geh weg, doofes Viech. Jetzt komme ich wahrscheinlich nicht durch die Wand durch. Voller Freude, die ganzen Blöcke zerstört, aber doch. Und neuer Energiepunkt. Ja, hat sich ausgezahlt, definitiv. Weil mehr Energie heißt mehr Energie heißt mehr Energie. Ja, das war jetzt eine Hommage an einen anderen Let's Player. Ja, wer hat's verstanden? Halb so wild, wenn nicht. So, ja, und wie es aussieht, haben wir nun dieses Level auch schon geschafft, das zweite Mal quasi, und das hier auch. Und jetzt werde ich mal eine kleine Pause machen, hätte ich gesagt. So, Leute, ja, es hat mich gefreut, wieder mal hier etwas zu spielen. Ich freue mich schon, wenn ich das Spiel weitermachen kann. Vielleicht mache ich auch gleich nachher, auf jeden Fall jetzt mache ich mal eine Pause. Und man hört sich das nächste Mal und man sieht sich aus das nächste Mal und was auch immer. Jo, also in dem Sinn, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.